So, und weiter geht's hier mit Let's Schweig Warcraft 3 Reign of Chaos mit den Nachtelfen. Wow. Okay, jetzt ist die Huntress endgültig gefallen. Oh, das ist halt, weil ich so konzentriert bin mit dem Spiel. Das ist halt dieses mit den Strategiespielen. So, klopft mal hier auf der Faust mit ein. Der wird ausgewurzelt. Nee, wurzelig aus. So, lauf mal rüber. Ich glaube, wir verlassen den Stützpunkt. Wir geben die Basis hier drüben auf. Unsere Krieger greifen den Feind an. Laufen jetzt hier drüben hin. So, jetzt zerstör erstmal hier. Die Göttin ruft. Ich folge der Stimme von Elun. Unsere Krieger greifen den Feind an. Aschlassorama. So. Achso, die Bäume haben aufgehört zu existieren. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt jetzt aber echt hier. Unsere Krieger greifen den Feind an. So, dann helf mal da mit. Batz! Ich folge der Stimme. Batz! So, du durchwucherst mir jetzt die Goldmine. Ja, das ist jetzt, glaube ich, so eine Mission. Da muss man echt mit der Basis immer hin und her wandern. Heute immer noch der 25.09. ist ja der große Star Trek-Tag auf Pro7. Lief 1. 4. Treffende Generation war, glaube ich, 7, 8 und Nemesis und der Aufstand und der neueste Star Trek-Film. Jo. So, klopfen wir hier kräftig an. Die Göttin. Sei vorsichtig, Priesterin. In diesen Wäldern wimmelt es von Toten. Im Namen von Cenarius. Den Todesgeist besiegen? Irgendetwas stimmt hier nicht. Wie sieht denn dieser Todesgeist bitte schön aus? Sehe ich da ein Bild von dem? Also so einer ist das. Euer Gebäude ist fertig. Da ist ein Geist, sind zwei Geister, da ist noch ein Geist. Ja, viele Geister, das kann ich unterschreiben. Oh, eine 5000er Mine, ich werde wahnsinnig. Aber wieso erst diesen Todesgeist? Den will ich nämlich besiegen. Ich folge der Stimme von Elun. Nämlich das Item haben. Mhm. So, was haben wir denn da? Verderbter Urtum. Mhm. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. So, dann pflanzt dich erstmal ein hier. Du pflanzt dich hier auch ein. Du pflanzt dich mal hier ein. So, ihr Hallo? Kommt jetzt mal nach. Spuren liegen. So, zack. Jemand bedroht die Wildnis. Für Kalendor. Das ist der Ruf der Natur. Ah, deswegen tun die die nicht, also sind es keine beschworenen Einheiten. Folge der Stimme von Elun. Aber wenigstens. Ach nee, genau das können die Geister nämlich auch. Die können Einheiten übernehmen. Dann muss ich die selbst immer töten. Naja, egal. Ich habe ja Magie-Immune dabei. Deshalb kriegen die heftig ins Gesicht. Unsere Krieger greifen den Feind an. Die Göttin ruft. Für Kalendor. Enduli Issa.
Ich folge der Stimme von Elo. So, dann gehen wir mal hier unten hingucken. Wie die Göttin. Ich will die Wölfe töten. Komm, 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 komm. Für Kalendor. Hopp, zack. Bei Elun. Unverzüglich. Wie die Göttin wünscht. Gut. Anudora. Für Kalendor. Ich weiß jetzt genau gar nicht genau, was ich jetzt hier so erzählen soll. Also ich kämpfe mich jetzt hier einfach durch. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt, ne? Stopp. Ah. Im Namen von Cenarius. Ah, hier unten wird der Todesgeist sein. Da wette ich drauf. Der wird hier hinten auf dem Friedhof irgendwo sein. Lalalala. Hier hinten wird der, glaube ich, sein. Ja, hier. Na, wo ist er? Da ist er. Der Wichser. Den verkloppe ich jetzt. Unser heiliger Stimme von Elo. Okay, ich brauche auf jeden Fall neue Dryaden. Dann passiert nämlich das nicht mehr. Aha. Ach Gott, jetzt ist die auch schon wieder versiegt. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Ich fühle der Stimme von der Wein. Ja, das passt. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich höre der Stimme von Elo. Dieses Land und ich sind eins. Irgendetwas stimmt hier nicht. Was bedroht diese Länder? Okay, ich gehe erstmal wieder weg. Hast mich überzeugt. Hallo? Ja, ist ja gut. Lass mich in Ruhe, Fixer. So, der wurzelt sich ein. Stirbt der noch? Gott, wo kommt ihr denn alle auf einmal her? Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Ashtero Danadol. Für Kalimdor. Jemand bedroht die Welt. Dieses Land und ich sind eins. Mein Gott, wo kommen die alle her? Was ist der Ruf der Natur? Gott. Anudora. Wo kommen die alle her? Ich folge der Stimme von Elun. Endulirissa. Ah, die weite, weite Welt. Okay, jetzt muss Firande durchhalten. Gibt es Ärger? Unsere Krieger greifen dieses den Feind Land an. Und ich sind eins. Ich folge der Was Stimme von Elun. Diese Länder? Unverzüglich. Bei Elun. Göttin, mein Gott. So, zurück. Unsere Krieger greifen den Feind an. Ah, die weite, weite Welt. Ich muss mal ein paar Mondbrunnen hier hinsetzen, damit ich mal hier ein bisschen was zum Heilen habe. Jemand bedroht die Wildnis. Hallo? Sprich, ich folge der Stimme von Elun. So, jetzt können wir schon mal ein paar Einheiten jagen gehen. Göttin, erleuchte meinen Weg. Die Göttin ruft. Ah, komm, komm. Im Namen von Cenarius. Anudora. So sei es. Im Namen von Cenarius. Oh, das kann ich auch. Anudora. Jemand bedroht die Wildnis. In Position. Göttin, euer Gebäude ist fertig. Weg. Ach, ich pfeife jetzt drauf, ob die Einheiten übernommen werden oder nicht. Hauptsache, ich habe zum Kloppen da. Ich glaube, hier kommen unendlich Skelette, kann das sein? Aber ich habe ja alles schon mal platt gemacht. Hat der Schlaf meine Seele getrübt? Erleuchte meine Welt, die weite, weite rote Wildnis. Wie Göttin ruft. Anudora! Dieses Land und ich sind eins.
Ich folge der Stimme von Elohim. Ja, produziert einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter. Irgendwann gibt es ja keine Bäume mehr. Dann habe ich zumindest mit den Giftschweins kein Problem mehr. Kann ich noch ein paar Angriffs-Upgrades machen? Ja. Ich folge der Stimme von Elohim. Oh, kommt ihr denn schon wieder her? Ich bin bereit. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Bei Elu. Für Kalendor. Wenn du mir gesagt hast, die Krieger greifen den Feind an. Unverzüglich. Die Göttin ruft. Anudora. So sei es. Macht schnell. Okay, jetzt werden auf jeden Fall viele Einheiten draufgehen. Na! Reparier mal den Baum da. Wobei, die Nachtelfen würden, glaube ich, eher von Heilen sprechen als von Reparieren. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich folge der Stimme von Elohim. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Die Göttin ruft. Was bedroht diese Länder? Für Kalendor. Ich folge der Stimme von Elohim. Im Namen von Zenarius. Irgendetwas stimmt hier nicht. Nein, das mache ich jetzt erst noch fertig und dann mache ich vielleicht einen Schnitt. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Ich folge der Stimme von Elohim. Was passiert jetzt? Die Göttin ruft. Ah, das heißt. Hoffentlich wird das Land wieder genesen und diese Pest vergessen. Wir sollten aufbrechen. Die Grabhügel liegen direkt vor uns in diesem Tal. Was habe ich jetzt bekommen dafür? Wie die Göttin wünscht. Toll. So sei es. Weiße. Ach so, jetzt weil ich weiß, was meine Belohnung ist. Ich komme jetzt hier durch, ohne dass ich angegriffen werde. Was passiert jetzt? Ach nee. Nein, die Verderbnis hat den Außenposten verzehrt. Die Treants sind wahnsinnig geworden. Dieses grausame Los haben sie nicht verdient. Keinen Schritt weiter, Schwächling. Lord Tichondrius hat uns befohlen, jeden zu töten, der hier einzudringen versucht. Und das werden wir. Jammerlappen. Mich schmerzt, dass ihr einst Nachtelfen genannt wurdet. Unsere Krieger greifen den Feind an, wie der Stimme von Elohim. Jammerlappen. Was bedroht diese Länder? Der Stimme von Elohim. Enduliressa. Die Göttin ruft. So. Ashrasorama. So, dann lauft mal los. Darüber. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Sehr gut. Die Göttin ruft. Jemand bedroht die Wildnis. Hallo? Wie die Göttin wünscht. So, dann mache ich jetzt, glaube ich, den Schnitt. Und das war's dann auch. Tschüss.